Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Orwell. Nachdem Abe uns so bitterlich enttäuscht hat, er hat ja doch etwas mit den Bomben zu tun und dabei war er wirklich derjenige, dem ich es am allerwenigsten zugetraut hätte, wird jetzt auch noch Joseph mehr mit hineingezogen. Denn ihm wurde ein Angebot gemacht. Belaste die anderen Mitglieder von Thought und ich sorge dafür, dass Cassandra freikommt. Das Ganze kommt sehr wahrscheinlich, ich glaube, von diesem Hacker war's. Wenn ich das mal richtig weiß, wieder? Nein, Listener müsste gewesen sein. Re-Helping Hand. Unknown Person. Eigentlich sollte er ja Abraham belasten. Eigentlich sollte Joseph eine Möglichkeit finden, Abraham mit dem Allen in Kontakt zu bringen. Achso, das war seine Sekretärin hier. Helping Hand, was ist das hier? Jawohl. Im Austausch für Informationen über Abraham Goldfells wollte diese unbekannte Person, ein Freund, wie er sich nennt, dafür sorgen, dass Cassandra eventuell freigelassen wird. Joseph kann uns jetzt keine Informationen über Abraham liefern, weil er ihn ja schon länger nicht mehr gesprochen hat. Aber er wollte etwas anderes herausfinden. Und da er jetzt seine liebe, vermutlich Sekretärin oder Gehilfin, also Rechtsanwaltsgehilfin, gebeten hat, für ihn den Desktop zu starten, und dabei die Geräte-ID verraten hat, können wir uns jetzt auf seinem Desktop umsehen. LOGL, Law Offices of Joseph Langley. System, Bilder, Mails und der Müll. Im Müll könnten sich sehr interessante Sachen befinden. Schauen wir mal in sein System rein, was hier ist. Browser History, das ist gut. 16. April, Law Online TNA Research, Researched in National Law. History cleared by user. Er hat also seinen Browserverlauf gelöscht, was er wohl zu verbergen hat. Würden wir uns nicht gerade in einem Anwaltsbüro befinden, würde ich ja sagen, vermutlich schmuddelige Dinge. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass er das bei der Arbeit, dass er solche Seiten da ansurft. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass es brisante Themen sind zu anderen Personen, von denen er nicht möchte, dass sie eben zurückverfolgt werden können. Schauen wir mal, was er für Bilder hat. Sein Zertifikat, Children of Porges Foundation, Certificate of Appreciation, also ein... Ach, Appreciation. Aha. Ach ja, manchmal, ne? This certificate says Joseph L.L.M. Langley is an active supporter of the Children of Porges Foundation. Er unterstützt also die Children of Porges Stiftung, a charitable association dedicated to the purpose of financially and materially aiding children in the war-torn country of Porges. Eine wohltätige Organisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, sowohl finanzielle als auch materielle Unterstützung für die Kinder in dem von Krieg zerrütteten Land Porges zu liefern. Nein. Sie stellen Hilfe bereit. So. This certificate is issued due to Mr. Joseph Langley's outstanding ongoing financial support of our actions over the years. We wish to express our gratitude and appreciation to him. Dieses Zertifikat wird Mr. Joseph Langley verliehen aufgrund seines herausragenden und anhaltenden finanziellen Supports, also seiner finanziellen Unterstützung ihrer Organisation und das eben schon über Jahre hinweg. Und damit möchten sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Signed by Bruno Watergate. Watergate? Warte mal, ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Cassandra, wie hießen ihre Eltern? Eltern. Was waren das nochmal? Ihr Vater hat das Ding gegründet. Ich dachte doch, Bruno Watergate kommt mir irgendwie bekannt vor. An active supporter of the Children of Porges Foundation. Das können wir übertragen. I've been skeptical about this foundation, but they have been officially approved as a beneficial operation. Also ich war skeptisch, was diese Stiftung angeht, aber sie wurden offiziell anerkannt als eine wohltätige Organisation. I guess it's a good cause after all. Ich denke, es ist eine gute Sache. Alles klar. Das ist schön. Da hat er sich also das Bild aufgehoben. Wir gehen wieder zurück zu Bildern. Sundown Trophy. Was hat er hier? Alles klar. Er fischt also gerne. Mit Abraham Goldfells in Kontakt. Ist das da hinten dann Abraham? Ich weiß es gar nicht. Übertragen wir mal kurz.
Dazu sagt unser lieber Symes nichts. Oh, ich wollte eigentlich nur auf Pictures zurück. Dancing in the Rain? Oh, mit Cassie. Das ist süß. Das kann ich nicht übertragen. Schade. Das hat er als Bildschirmhintergrund. Das ist irgendwie niedlich. Und Wedding. Wer heiratet denn da? Joseph Langley married. There is a conflict with one unknown data chunk. Okay. Er hat also mal geheiratet, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt noch verheiratet sein muss. Er sieht auf dem Bild, wenn ich ehrlich bin, also man sieht es jetzt ja nicht unbedingt so perfekt. Aber gerade wenn ich jetzt mal dieses Bild hier als Vergleich nehme, sieht er hier sehr, sehr viel jünger aus. Also auch wenn es natürlich eine sehr schöne künstlerische Darstellung ist, was die Grafik hier angeht und kein Fotorealismus, aber ich finde, man sieht, dass er hier einfach sehr viel jugendlicher aussieht. Das heißt, er war in der Vergangenheit mal verheiratet, ist es jetzt aber nicht mehr. Na gut. Schauen wir uns seine Mails an. Schauen wir erstmal die Office-Mails an. Re our meeting. Feedback on your request. Mal schauen, was wir hier haben. Kevin Manilow. Advice by Manilow TNA. The National... Nein, das wäre ja Beholder. TNB. Egal. Feedback on your request. Hey, Joseph. I've gone through your books for the third time this morning as you requested, and sadly, I can only confirm what I told you earlier. You may not notice it right now, because it's a slow decline, but you're on your way to hit rock bottom some black day in the future if this business trend continues. Hey Joseph, ich habe mir deine Bücher heute Morgen zum dritten Mal angesehen, wie du es erbeten hast, und leider kann ich dir nur bestätigen, was ich dir bereits gesagt habe. Du merkst es jetzt vielleicht noch nicht, weil es nur eine sehr langsame Abnahme ist, aber du bist auf dem Weg, to hit rock bottom some black day in the future. Aber deine Zukunft sieht gerade schwarz aus, wenn dieser Business-Trend weitergeht. Ich nehme stark an, dass es einfach mit seiner Anwaltskanzlei nicht gut läuft und dann nach und nach pleite geht. Excuse me for sounding like a broken record, but these are the major issues I see. Also tut mir leid, wenn ich wie eine gesprungene Schallplatte klinge und mich immer wieder wiederholen muss, aber das sind die größten Probleme, die ich sehe. Apart from your number of clients dropping steadily, your expenses since the end of 2016, especially via the credit card of yours, went up by a whooping 218%. Any idea what the reason for that might be? Then there's this recurring donation that's been going on for some time. I can respect that you're helping out a friend, but you have to stop at some point. Seriously. Abgesehen davon, dass die Anzahl deiner Klienten stetig abnimmt, sind deine Ausgaben seit Ende des Jahres 2016, besonders wenn es um deine Kreditkarte geht, um unsagbare 218% gestiegen. Irgendeine Idee, woher das kommen könnte? Und dann sind da diese wiederkehrenden Spenden, die du auch seit einer Weile schon aufrechterhältst. Ich kann respektieren, dass du einem Freund hilfst, aber du musst auch irgendwann aufhören, ernsthaft. If all of those expenses are a must, well, I would definitely agree with laying off Miss Winters, as you mentioned. Due to the fact that your clients are dropping anyway, why have a dedicated secretary around any longer than needed? Or get her to work part-time, or find someone who will work part-time for a lower hourly rate, idly. Cheers, Karen. Karen Manilow, freelancer financial advisor. Advised by Manilow, advised by Manilow.tna. Wenn all diese Ausgaben nicht gekürzt werden können, dann würde ich definitiv zustimmen, dass du Miss Winters entlässt, wie du es bereits selbst erwähnt hast. Da deine Klienten sowieso immer weniger werden, macht es wenig Sinn, eine Sekretärin zu haben, wenn du sie eigentlich nicht länger brauchst. Oder bring sie dazu, nur noch Teilzeit zu arbeiten. Oder finde jemanden, der bereit ist, Teilzeit zu arbeiten für einen niedrigeren Stundenlohn. Das wäre ideal. Liebe Grüße, Karen. Ich möchte gerade was kurz gucken. Ist Miss Winters, ist das seine Sekretärin, die ihm da so freundlich geholfen hat, sag mal? Laverne? Hieß sie Laverne? Ach, da steht leider nicht dabei, wie sie heißt. Da steht nur ihr Nachname da. Aber wenn es Laverne Winters wäre, ach du je, die Arme. Da hilft sie ihm sonntags aus und er überlegt, ob er sie nicht feuern sollte. Nicht unbedingt nett.
Okay, es steht, dass er bankrott gehen wird. Über die Ausgaben können wir leider nichts übertragen. Das ist schade, denn ich bin mir fast sicher, die haben mit Cassie zu tun. Business isn't running so well, it seems. Too few crimes, I suppose. We must be doing something right. Sein Geschäft läuft nicht gut, wie es scheint. Zu wenig Verbrechen, nehme ich an. Wir müssen irgendetwas richtig machen. Wieder der charmante Symes, den wir kennen. Absolut keine Empathie dafür, dass hier gerade jemand pleite geht. Ich meine, es ist natürlich etwas Gutes, dass es weniger Verbrechen gibt, aber... Naja, man muss deswegen ja nicht so erfreut klingen. Also wie gesagt, ich nehme stark an, dass es an Cassie liegt. Denn wenn wir mal überlegen... Cassandra ist mit Joseph zusammen. Seit der Sache mit dem Polizisten, was ja auch jetzt schon eine Weile her ist, haben ihre Eltern ihr den Geldhahn zugedreht und sie verlässt sich vermutlich sehr auf Joseph. Das heißt, es könnte sein, dass all diese Ausgaben, wie seine Kreditkarte nehmen, ihr erinnert euch noch? Es war das allererste, ich sag mal, Verbrechen, was wir von Cassie hätten übertragen können, dass sie die Kreditkarte von Joseph gestohlen hat. Das heißt, wenn sie das öfter macht, dass sie einfach seine Kreditkarte nimmt, um damit einzukaufen, dann wäre das ein sehr guter Grund, warum seine Ausgaben in die Höhe gehen. Consider the layoff of Miss Winters. Auch das übertragen wir. Symes? Ugly, but not of our concern. Unschön, aber nichts, was uns interessieren würde. Naja, also... Ich würde sagen, es unterstreicht nochmal, wie schlecht die Lage gerade ist, wenn er tatsächlich bereit wäre, jemanden zu feuern. Request concerning investigative custody of my client, our meeting. Moment, es ist our meeting. Von Yang at 2cent.tna. Am 15. April, vor einem Tag also. Wann war ich die andere? Entschuldigung. Ich klicke gerade ein bisschen sehr... Die war am 14. April, alles klar. Jetzt geht's zum 15. April. Dear Mr. Yang, also lieber Mr. Yang, I would like to thank you for the business meeting. It was great to finally meet you in person. Your case truly deserves a dedicated and equally experienced lawyer. Ich möchte mich für das Geschäftstreffen bedanken. Es war großartig, Sie einmal persönlich zu treffen, und Ihr Fall verdient definitiv einen engagierten und ebenfalls erfahrenen Anwalt. After some carefully conducted consideration, it is with utmost regret that I have to inform you, I do not have the capacities required for a case of this complexity at this time. It would not be desirable to go into this case half-heartedly. I am sure you will understand my decision. Nach einigen gründlichen Überlegungen muss ich Ihnen zu meinem größten Bedauern mitteilen, dass ich momentan nicht über die Kapazitäten verfüge, einen Fall dieser Komplexität zu übernehmen. Es wäre nicht in Ihrem Interesse, den Fall nur halbherzig anzugehen, und ich bin sicher, Sie werden meine Entscheidung verstehen. Das muss ich jetzt mal sehr respektieren, dass er scheinbar einen sehr lukrativen Fall ablehnt, weil er selber weiß, dass er ihm gerade nicht gewachsen ist. Again, thank you for your trust and effort put into your proposal. My hope is to be able to work with you on a future case when circumstances have changed. Nochmals möchte ich mich für ihr Vertrauen und ihre Bemühungen bedanken, die sie in ihren Antrag gesteckt haben. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft und unter anderen Umständen zusammen werden arbeiten können. And until then, I wish you all the best with your case. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihren Fall. Sincerely, Joseph Langley. Hochachtungsvoll, Joseph Langley. Joseph Langley, Attorney at Law. Canterbury Square, Bonton. Das können wir nicht übertragen, seine normale Adresse. Das wundert mich gerade, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist zwar nur seine Geschäftsadresse, aber dennoch wäre es ja eine Adresse. Seinen Bankaccount können wir übertragen, das machen wir gleich. Hier erstmal der erste. Dear Mr. Langley, once again I want to thank you for having been available for a meeting so spontaneously last Tuesday evening. Although I do not wish to rush you, you will understand that in a case like ours, time is of the essence. Therefore, I want to ask whether or not you have already come to a decision. Best regards, Yang Dong-hyun, CEO 2Cent Corp. Das war das, worauf er gerade geantwortet hat. Also, sehr verehrter Mr. Langley, ich möchte mich noch einmal dafür bedanken,
dass sie für ein Meeting so kurzfristig zur Verfügung gestanden haben am letzten Donnerstagabend. Auch wenn ich sie in keinster Weise unter Druck setzen möchte, werden sie sicher verstehen, dass es in einem Fall wie dem unseren wichtig ist, schnell zu handeln. Aus diesem Grund würde ich sie bitten, mir mitzuteilen, ob sie bereits zu einer Entscheidung gekommen sind. Beste Grüße, Yan Dongkyun. Ist er nicht? Er hat abgelehnt. Übertragen wir mal sein Bankkonto, dann gucken wir mal, was es genau für Ausgaben sind und ob sich das vielleicht tatsächlich mit denen mit solchen Deckt für die Cassie verantwortlich sein könnte. Machen wir aber erst, wenn wir das hier haben, am 16. Also heute, ganz frisch. Kay Sanders at DC Bond and TNA, request concerning investigative custody of my client. Da will er sich also Informationen einholen. Dear Mr. Langley, regarding your request to release your client Cassandra Watergate from investigative custody, we unfortunately have to inform you that your request has been denied. Sehr verehrter Mr. Langley, bezüglich Ihrer Anfrage, Ihre Klientin Cassandra Watergate aus der Untersuchungshaft freizulassen, müssen wir Ihnen unglücklicherweise mitteilen, dass wir Ihre Anfrage ablehnen müssen. Though it is true, Miss Watergate is undoubtedly not directly involved in the incident known as the Bonton Bombings, we have multiple indications connecting Miss Watergate to a group known as Thought, which is in turn associated with the alleged perpetrator of said bombings. Investigations have also brought up new evidence in the earlier case of the injury of a police officer, which demands reopening of said criminal case. Sincerely, Kay Sanders, Secretary of Committee, Magistrate Doyle, Bonton District Court. Obwohl es wahr ist, dass Miss Watergate ohne Zweifel nicht direkt in die Vorfälle, die als Bonton-Bombings bekannt sind, involviert war, gibt es doch mehrere Hinweise, die Miss Watergate mit einer Gruppe mit Namen Thought in Verbindung bringen, welche tatsächlich mit der mutmaßlichen Bombenlegerin in Verbindung gebracht werden. Außerdem haben Ermittlungen neue Beweise zutage gefördert, wenn es um die Verletzung eines Polizeibeamten geht, was dazu führt, dass der entsprechende Fall wieder geöffnet wird. Mit freundlichen Grüßen, Kay Sanders. Keine Information für uns, aber er hat schon mal nachgefragt heute. Gut. Dann fehlen noch seine privaten Mails. Oh, I need to ask you a favor. Das ist alles. Okay, Abraham Goldfels. Im Juli letzten Jahres war das. Die hat er aufgehoben, alles klar. My dear friend in dubio, if I may address you by that name once more. Mein lieber Freund in dubio, das müsste glaube ich in dubio reo, heißt doch im Zweifel für den Angeklagten? Oder so ähnlich? Nee. Heißt es das? Ach du je. Latein. Aber doch, in dubio müsste im Zweifel heißen. In dubio. Wenn ich dich nochmals mit diesem Namen ansprechen darf. I hope this mail finds you in good health. First of all, I would like to apologize for not having been able to write to you as often as I should have. I hope you don't think I avoid writing due to asking you about ongoing financial support for Nina. It wasn't that. I should not have asked in the first place, and yet here I'm asking again. Ich hoffe, diese Mail erreicht dich, oder diese Nachricht findet dich in guter Gesundheit vor. Also, ich hoffe, dir geht es gut, wenn man es mal lax formulieren würde. Zuallererst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich dir nicht so oft geschrieben habe, wie ich es hätte tun sollen. Ich hoffe, du denkst nicht, kennt ihr das, wenn ihr das englische Wort kennt und das deutsche einfach nicht kommt? Verhindern, nicht verhindern. Na, dass er ihm halt einfach nicht schreibt, weil er ihm aus dem Weg geht. Ach du, es ist so schrecklich, wenn einem wirklich das englische Vokabular, wenn es da ist und der deutsche Satz, das deutsche Wort dazu einfach fehlt. Also, ich hoffe, du denkst nicht, dass ich es avoided habe, dir zu schreiben. Ah, weil ich dich um den fortlaufenden
weil ich dich um die fortlaufende finanzielle Unterstützung von Nina gebeten habe. Das war es nicht. Ich hätte dich gar nicht erst fragen sollen. Und jetzt, und doch bin ich wieder hier und frage dich erneut. There's a young woman, her name is Cassandra, who is a member of my debate club. She has undeservedly stumbled into trouble very recently and requires nothing but a best defense attorney. Of course, you immediately sprung to my mind after the wonderful job you did as counsel in my case. Es gibt da eine junge Frau, ihr Name ist Cassandra. Sie ist ein Mitglied meines Debattierclubs. Unverdienterweise ist sie erst vor kurzem in Schwierigkeiten geraten und braucht jetzt nichts anderes als die beste Verteidigung, die man finden kann. Natürlich bist du mir dabei sofort in den Sinn gekommen, nachdem du so wunderbare Arbeit geleistet hast. Also nachdem du bei meinem Fall so wunderbare Arbeit geleistet hast. My dear friend in dubio, das übertragen wir mal. Sein Internet-Nickname sehr wahrscheinlich. Ah, now we're friends. Maybe this friendship is worth investigating further then. Ah, jetzt sind wir Freunde. Vielleicht ist diese Freundschaft es wert, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Ich würde ja eher sagen, in dubio ist interessant, dass er einen Nick hat. Das findet man im Internet, aber gut. Er hat also Nina finanziell unterstützt. He might have supported the Bombings perpetrator. Er könnte die Bombings Täterin unterstützt haben. We have to investigate this further. Look for hints if there really was an ongoing financial support. Das müssen wir genau unter die Lupe nehmen. Sieh nach, ob es Hinweise gibt für eine andauernde finanzielle Unterstützung. Und natürlich gibt es die. Wenn man sich mal überlegt, das hat er 2016 geschrieben. Und seine Freundin, die für ihn seine Finanzen durchgehen sollte, hat ja gesagt, seit 2016 sind deine Ausgaben um 218% gestiegen. Also doch nicht nur Cassandra, sondern vermutlich auch einfach, dass er Nina unterstützt hat. Hier geht es darum, wie er Cassandra kennengelernt hat. And so the circle is complete. Somit schließt sich der Kreis. Und er hat einmal Abraham verteidigt. Wir sollen vermutlich rausfinden, in was für einem Fall. So this is why they knew each other. Abraham Goldfels was his client. Also daher kennen die beiden sich. Abraham Goldfels war sein Klient. Which raises the question, what was his case about? Was uns zu der Frage bringt, worum ging es in dem Fall? Das ist eine sehr gute Frage, aber wir lesen natürlich erst die Mail zu Ende. Without a doubt, you must have heard about the riots at Freedom Plaza 2 days ago, probably also about the injured police officer. I will not beat around the bush. Cassandra is the prime suspect for said injuries, so taking on this case might bring some PR headwind with it. She claims not to have done the deed, and I'm willing to believe her. Du hast ohne Zweifel bereits von den Aufständen am Freedom Plaza gehört, die vor 2 Tagen stattgefunden haben, und vermutlich auch von dem verletzten Polizeibeamten. Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden. Cassandra ist die Hauptverdächtige für diese Verletzung. Also könnte dir dieser Fall einiges an PR einbringen. Sie sagt, es nicht getan zu haben und ich bin bereit, ihr zu glauben. Should you be willing to take on her legal defense, I would be more than grateful. I will cover any costs in full, whatever you might need. Let me know your thoughts, Abraham. Solltest du gewillt sein, den Fall zu übernehmen und sie zu verteidigen, wäre ich dir mehr als dankbar. Ich würde alle Kosten übernehmen. Egal, wie hoch sie ausfallen werden. Lass mich wissen, was du darüber denkst, Abraham. Okay, das war die einzige private Nachricht. Fehlt noch eine Sache. Die Oh, tatsächlich leer. Da war jemand gründlich. Dann schauen wir doch mal. Wir haben im Reader etwas drin. Oh je, das ist relativ viel sogar. 3 Sachen hier. Ja, 3. The Government vs. Abraham Goldfels, Sundown Fishing Club und First National Bank. Schauen wir uns erstmal das hier an. Das waren seine Kontoauszüge. Le Mirage Restaurant, Client Meeting am 13. April. Grape's Finest, das war sehr wahrscheinlich Cassandra. Das würde passen zu der Unterhaltung, die wir gehört haben. Denn sie hat ja gesagt, sie hat eine Flasche Wein gekauft. Die war teuer. Himmel hin, Himmel. Invoice Client M. Jones, der hat eine Zahlung erhalten von einem Klienten. Invoice Client L. Vogel, da auch. Vermutlich ein richtiges Honorar und das vielleicht einfach nur Beratung. Maples Office Supplies, also ein paar Bürogegenstände. Le Mirage Restaurant Client Meeting, wieder ein Meeting mit einem Klienten. Recurring Donation von $1000. Upsala. So, wir wissen nur noch nicht genau an wen.
Aha. So there might be something to the connection between Joseph and Nina after all. Aha, also das könnte eine Verbindung sein zwischen Joseph und Nina. If you can find one last indication that this might be meant for Nina, that would be enough for investigative custody. Wenn du noch einen letzten Hinweis findest, dass es sich bei diesen Spenden um Zahlungen an Nina handeln könnte, wäre das genug, um ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. Es könnten allerdings auch die Spenden an diese Children of Pirates Foundation sein. Wie Alfred hat ihm bezahlt, National Attorney Association, also irgendwelche Beiträge vermutlich, Sundown Premium Membership Fee von seinem Fischerclub, Office Rent, da haben wir es hier, First Bank of the Nation Interest. Salary Payment, March Winters, tatsächlich. Laverne, er überlegt also tatsächlich, Laverne zu feuern. Die verdient aber auch nicht schlecht. Also jetzt mal, wenn man bedenkt, wie wenig er verdient und wie hoch seine Ausgaben sind, dann kann ich nachvollziehen, warum er überlegt, sie zu entlassen. Denn das ist natürlich nicht wenig, wenn man bedenkt, hier mal ein Klient, das ist im Grunde alles, was er diesen Monat eingenommen hat schon. Das gilt gerade alles an Laverne drauf. Private Deduction Salary, ein... Ja, Private Deduction Salary, was ist das? Ich weiß es gerade nicht. Invoice Client E. Bernstein, da hat er wieder was verdient. Damit ist er wenigstens wieder ein bisschen im Plus, wenn man das hier mal weglässt. Client Ian Holding oder I Holding, auch wieder vermutlich nur eine Beratung. Office Supplies R. Banning. Also ja, man kann es schon verstehen. Wenn er das hier öfter mal hat, solche Kosten, dann wird er wirklich nach und nach bankrott gehen. Schauen wir uns doch erstmal den Fall hier an. Internal Case File, die Government vs. Abraham Goldfels. Am Schluss schauen wir uns das von seinem Fischerclub an. Date filled April 6, 2015. Es war also am 6. April 2015, wo es darum geht, gegen Abraham Goldfels zu verteidigen. Das Ganze geschah durch Langley Joseph, Private Criminal Defense Attorney, also ein Privatangehörter, kein vom Gericht gestellter Verteidigungsanwalt. The Government of the Nation hat die Anklage gemacht. Prosecution Attorney Warwick Jeffrey, District Attorney. Also Jeffrey Warwick hat die Anklage übernommen. Kurt, Bonton District Court, also das Gericht von Bonton. The defendant is accused of breaching the terms of an employment contract with the plaintiff. The defendant had entered on March 15, 2013. Ach, du je. Wir hatten medizinische Fachbegriffe und welche aus dem Militär und jetzt geht's auch noch in Jura-Richtung. Du Gottchen. Das wird eine löchrige Übersetzung, dafür entschuldige ich mich schon mal. Der Angeklagte wird beschuldigt, einen Arbeitsvertrag gebrochen zu haben. With the plaintiff, the defendant had entered on March 15 to... Ich weiß nicht, was plaintiff heißt. Auf jeden Fall ein Vertragsbruch. The plaintiff's claim was granted. Verdict, also die Anklage. Though medical condition of the defendant could be proven by his physician, Dr. Daniel Lyons, the court could see no justification for the defendant's absence from work since the defendant appears to be in a healthy condition at the time of the verdict. The court was able to recognize a breach of the terms of the employment contract causing substantial losses for the plaintiff by the defendant. The defendant is sentenced to compensate the plaintiff by paying a compensation equal to his previous salary during a 6-month time span. Additionally, defendant must reimbuse any salary he might have received during his absence. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Defendant ist... Es tut mir jetzt ab... Ich verstehe es soweit, außer dass ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob jetzt der Defendant, welcher jetzt ist, der Verteidigungsanwalt, also... Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz mich sammeln. Joseph verteidigt Abraham, das heißt, Abraham wird vorgeworfen... Moment... The medical condition of the defendant could be proven by his physician. Heißt es jetzt, dass...
Moment mal ganz kurz. Okay, wisst ihr was? Ich übersetze euch das nächste Mal. Nein, ich übersetze es gleich. Ich mache einen ganz kurzen Cut. Ganz kleinen Moment. Ich mache mich mal ganz kurz schlau. So, da bin ich wieder. Ich habe ganz kurz gegoogelt, was Plaintiff bedeutet. Das ist der Kläger. Macht Sinn, macht Sinn. Ich hätte es mir eigentlich denken können, wenn hier schon steht Plaintiff, the Government of the Nation. Ja, aber war vielleicht so ganz gut. Na gut, wir machen das jetzt noch schnell. Danach ist die Folge zu Ende, würde ich sagen. Also, dem Beklagten wird, Vielleicht hätte ich das einfach vorher mal lesen sollen, was da steht, wenn man drüber geht. Abraham wird vorgeworfen, dass er Vertragsbruch begangen hat, und zwar von der Regierung von The Nation selbst. Also der Klage des Klägers wurde stattgegeben, auch wenn eine medizinische Untersuchung des Beklagten auch wenn eine medizinische Untersuchung festgestellt hat, dass Abraham tatsächlich irgendwie wohl nicht ganz fit war, hat das Gericht beschlossen, dass es nicht gerechtfertigt hat, dass der Beklagte der Arbeit ferngeblieben ist in diesem Zeitraum, da er zur Zeit des Vorfalls in guter gesundheitlicher Verfassung gewesen ist. Daher hat das Gericht einen Vertragsbruch festgestellt, der zu zu Verlusten für den Kläger geführt hat. Der Beklagte wird dazu verurteilt, die Verluste des Klägers zu kompensieren, indem er eine Geldstrafe zahlt in der Höhe von 6 Monatslöhnen und zusätzlich muss er jegliches Gehalt zurückzahlen, das er eventuell während der Zeit seiner Abwesenheit erhalten hat. Es tut mir gerade ganz schrecklich leid, dass ich jetzt wirklich unterbrechen musste und einfach mal nachzulesen. Aber ihr versteht es vielleicht, ich habe mich noch nie wirklich auf Englisch mit Jura befasst und Plaintiff war jetzt einfach tatsächlich ein komplett neuer Begriff für mich. Ich gebe zu, man hätte ihn sich herleiten können, aber ich hätte jetzt einfach Angst, dass ich eventuell das doch falsch rummache. Also, dass ich jetzt vielleicht doch plötzlich erzähle, dass Abraham jemanden verklagt hat. Und das wäre ja falsch gewesen. Deswegen lieber einmal nachgucken, kurz unterbrechen, das dann richtig erzählen, als denken, man wüsste es und dann totalen Quark erzählen. Also, note, this case is considered high classified. No media or public is permitted in court. No media coverage is permitted, neither prior nor post-trial. Also ein kleiner Hinweis, diesem Fall wird considered highly classified. Ich weiß jetzt nicht, was das wiederum bedeutet, das google ich jetzt auch nicht nochmal nach. Jedenfalls sind keine Medien erlaubt, also keine Reporter, keine, vermutlich auch keine außenstehenden Zuschauer. No media or public is permitted in court. Ja klar, also keine Reporter, keine jemand von der Zeitung, vom Radio, sonst was. Aber auch keine privaten Zuhörer sind erlaubt. Ihr kennt das vielleicht. Normalerweise, wenn ihr zu einem Gericht geht, das bei euch in der Stadt ist, dann könnt ihr euch da einfach reinsetzen und bei Fällen zuhören. Das geht bei dem hier also nicht. No media coverage is permitted, neither prior nor post-trial. Und weder vor der Verhandlung noch danach ist es irgendwie gestattet, darüber etwas in den Medien zu berichten. Und da hat also der gute Joseph den Abraham verteidigt. Jetzt übertragen wir das noch wrong profile. Übertragen wir das mal noch schnell bei Abraham. Hoppala. So. Symes, deine letzten Worte für heute. Abraham Goldfels worked for the government. Are you positive? Abraham Goldfels hat für die Regierung gearbeitet. Bist du dir da sicher? This is a true surprise to me. I've never heard his name here. Never. Someone must know him if that is true. Das ist eine echte Überraschung für mich. Ich habe seinen Namen hier noch nie gehört. Niemals. Irgendjemand muss etwas über ihn wissen, wenn das stimmt. Why was he sued over a breach of contract? Warum wurde er wegen Vertragsbruchs verklagt? Oh. Okay. Das übertragen wir auch direkt. Mal gucken, was... Geht halt immer weiter, ne? This seems to explain a lot. He felt too sick for work, tried to get out, was charged for it instead and found guilty.
Okay, das scheint eine Menge zu erklären. Er hat sich zu krank gefühlt, um zu arbeiten, hat versucht, damit durchzukommen, wurde stattdessen angeklagt und auch noch für schuldig befunden. Ja, dumm gelaufen. Considering the fact that bombings are starting to look like a very weird kind of vendetta to me. Also, wenn ich mir die Tatsachen so betrachte, fangen die Bombenanschläge an für mich nach einer sehr, sehr wirren und unschönen Art von Vendetta, also Rache, auszusehen. High time we find Abraham Goldfels. Es wird Zeit, dass wir Abraham Goldfels finden. Das machen wir aber tatsächlich erst das nächste Mal, denn ja, wir waren eben ja schon praktisch bei der halben Stunde, aber ich wollte es jetzt unbedingt noch vollends übersetzen. Danke, dass ihr mir zugesehen habt und danke, dass ihr es ertragen habt, dass ich jetzt ganz kurz unterbrechen musste. Normalerweise versuche ich es ja zu verhindern, dass ich einzelne Wörter nachschlage. Normalerweise denke ich, wir können uns genug herleiten, wenn einem zwischendurch mal ein Wort fehlt, wo man es nicht genau. Also wie avoid zum Beispiel. Ich wüsste immer noch nicht. Mir ist immer noch nicht das genaue Wort für avoid eingefallen im Deutschen. Also vielleicht aus dem Weg gehen. Das könnte es vielleicht. Aus dem Weg gehen, doch, das müsste es sogar sein. Also wenn einem so ein Wort mal fehlt, das ist ja nicht schlimm. Wir wissen, um was es geht. Da fehlt einfach der richtige deutsche Begriff. Das ist nicht weiter schlimm. Aber bei sowas, wenn ich das da jetzt eben, wie gesagt, falsch gemacht hätte, dann hätte sich ja die ganze Bedeutung irgendwie umgedreht und es wäre dann erst ein paar Minuten später der Aha-Effekt gekommen, wenn Symes es erklärt hätte. Das wäre ein bisschen doof. Daher, ich versuche es natürlich bei einem Minimum zu halten. Bisher sind wir ja sehr gut durchgekommen. Das war jetzt das erste Mal, wo ich wirklich was während der Folge nachgeschlagen habe. Sonst suche ich Sachen wie zum Beispiel die Gedanken sind frei da von dem deutschen Text oder sowas. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Vorfall, aber wenn es halt solche spezifischeren Vokabulare sind, wie medizinisch, militärisch, jetzt juristisch, dann sitzt es einfach nicht. Ich habe damit privat nichts zu tun, ich unterhalte mich nicht mit anderen Leuten über juristische Fragen auf Englisch, von daher fehlen dann solche Sachen wie Kläger und Beklagter einfach. Auch wenn Defendant natürlich schon, also Defend ist natürlich verteidigen, aber naja. Sagt ja eigentlich schon, dass es derjenige, der sich verteidigen muss, aber ja, die Unsicherheit ist dann doch da, wenn einem das andere Wort so komplett fehlt. Also nochmal, danke, danke schön, dass ihr zugesehen habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal dabei wieder seid, wenn wir uns dann hier wieder andere Dinge ansehen. Viele Dinge uns ansehen. Und auch beim Listener etwas ein wenig reinlauschen können in einen Chat oder ein Telefonat. Mal gucken. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.